Willkommen zum Asklepios Talk. Bei neurologischen Schädigungen, wie beispielsweise nach Schlaganfällen, ist eine umfassende ärztliche Behandlung und Betreuung notwendig und oft auch über einen längeren Zeitraum. In Germersheim gibt es an der Asklepios Südpfalz Klinik die Abteilung Neurologische Frührehabilitation Phase B. Was dahinter steckt, bespreche ich jetzt mit den beiden Chefärzten, Professor Dr. Winfried Opphoff und Dr. Bogdan Putinica. Was ist denn die Abteilung für neurologische Frührehabilitation Phase B und warum wurde sie benötigt? Es gibt da zwei Gesichtspunkte, die hier von Bedeutung sind. Der eine ist der Bedarf an einer solchen Einrichtung. Dieser Bedarf war hier in der Region Südpfalz in keiner Weise gedeckt. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere ist der Gesichtspunkt der Standortsicherung der Klinik Germersheim. Mhm. Okay. Darauf möchte ich gerne eingehen und zu Ihrer Frage, was bedeutet das, was ist eine solche Abteilung, Frührehabilitation Phase B? Dazu ist Folgendes zu sagen. Es handelt sich um eine spezielle Einrichtung, in der neurologisch kranke Patienten mit vielerlei verschiedenen neurologischen Krankheiten behandelt werden. Voraussetzung ist, dass eine schwere Schädigung des Nervensystems vorliegt. Solche Schädigungen haben wir häufig nach Schlaganfällen, das ist sicher am bekanntesten und auch am häufigsten. Dann unter anderem auch nach Schädel-Hirn-Trauma, anderen schweren Erkrankungen, die das Nervensystem betreffen und auch nach Reanimation bzw. erfolgreicher Reanimation nach Herzinfarkten und Herzstillstand. Da kommt es zu Durchblutungsstörungen des Gehirns über einen längeren Zeitraum, die eine solche Rehabilitation notwendig machen, damit der Betroffene wieder in ein möglichst normales Leben zurückgeführt werden kann. Wie wird denn die Therapie gestaltet? Ist ja bestimmt auch sehr umfangreich. Es gibt tatsächlich Standardisierungen, die vorgenommen wurden. Man hat auch mit der Welle, wo verschiedene Rehabilitationshäuser in den 70er, 80er Jahren zustande kamen, auch natürlich der Bedarf nach diesen Standards auch ziemlich schnell gesehen und daraufhin hat man die verschiedenen Normen etabliert. Primär richtet sich tatsächlich die Behandlung nach den direkt medizinischen Aspekten, die in die erste Linie behandelt werden sollte. In der neurologischen Frührehabilitation handelt es sich tatsächlich um eine noch weiterhin akute Behandlung, wo das Medizinische im Vordergrund steht. Es gibt zum großen Teil Patienten, die immer noch auf der Intensivstation behandelt werden, intubiert, beatmet sind, auch zum Teil, wo keine Stabilisierung deren Zustandes, was der Kreislauf und Atmung angeht, geschehen ist. Das ist in die erste Linie die Aufgabe der Ärzte in die neurologische Frührehabilitation, es eben zu ermöglichen, dass die Patienten stabilisiert werden. In dem Fall, wo eine Beatmung durchgeführt wird, dass da eine Entwöhnung von der Beatmung gemacht wird. Und gleichzeitig wird aber entsprechend der Normen auch eine sowohl physiotherapeutische als auch eine speziellen Einsätze, was die Pflege angeht, benötigt. Physiotherapie Wort dazu, dass da die verschiedenen Therapien auch eigentlich damit gemeint sind. Die wichtigsten Therapiesäulen sind in dem Fall tatsächlich die Physiotherapie, die Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie und um eben auch es hinzubekommen, dass die Patienten möglichst autonom wieder werden können, ist eben auch die beste Zusammenarbeit zwischen den verschiedensten Therapiegruppen auch gefragt. Wie lange dauert denn die Behandlung?
Die Behandlung ist tatsächlich sehr unterschiedlich, was die Behandlungsdauer angeht. Die primäre Frage hat man sich tatsächlich gestellt, wie lange überhaupt eine Verbesserung im Falle einer Gehirnläsion, wie Professor Opoff es auch erwähnt hat, im Falle eines Schlaganfalls oder einer Schädel-Hirn-Verletzung. Die letzten Studien haben besagt, dass da ein Zeitraum zwischen 6 und 12 Monate vorliegt, wo noch weitere Verbesserungen auftreten werden. Das heißt allerdings nicht, dass dieser Zeit in einer solche Abteilung wie unsere verbracht werden, sondern Förderungen, die durch Therapien ermöglicht werden, kommen auf einem Potenzial der Rückbildung an. Vielmehr ist aber die Abteilung der neurologischen Frührehabilitation dafür da, dass man, wie ich schon sagte, eine Stabilisierung des Zustandes des Patienten erreicht werden kann, aber auch einen Weg bestimmt werden kann. Man kann in dieser Zeit, wo die Patienten sich in unserem Obhut befinden, tatsächlich einen Weg bestimmen und sehen, geht es für den Patienten die Reise in einer Richtung der Phase C, also die eigentliche Reha, oder würde man eine andere Art der Behandlung auch benötigen? Und wenn ja, dann würde man es auch im Rahmen der Behandlung in unserer Abteilung eben auch abklären. Ganz knapp und pragmatisch zu Ihrer Frage. Es sind auch Studien durchgeführt worden, wo verschiedensten Kliniken der Phase B auch mit beteiligt wurden. Im Schnitt verbringt man deutschlandweit 37 Tage. Oh, das ist aber schon. Es gibt natürlich auch Patienten, die ein paar Tage tatsächlich da liegen. Es gibt anderen, die natürlich jetzt auch mehreren Wochen auf so eine Abteilung behandelt werden. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr umfassende Behandlung. Was kommt nach der Phase B? C. Und was ist das? Phase C, das wäre dann schon die weiterführende Reha. Es gibt bestimmte Eingangs- und Ausgangskriterien, sowohl für die Phase B, die wir betreiben, als auch für die Phase C, die wir leider nicht anbieten können, die aber andere Anbieter auch in der Region hier haben. Da gibt es Kliniken. Diese verlangen natürlich, dass der Patient einen bestimmten Level an Selbstständigkeit, an Autonomie schon erreicht hat, damit er dort behandelt werden kann. Das hängt damit zusammen, dass natürlich die Personalvoraussetzungen entsprechend eingerichtet sind für Patienten, die sich schon in einem gewissen Maße selbst helfen können und auch gruppentherapiefähig sind. Das ist da eine wichtige Voraussetzung. Zum Beispiel ein Patient, wie wir ihn haben, der voll im Bett liegt und voll pflegeabhängig ist, der könnte dort nicht versorgt werden. Das heißt, bevor er dahin geht, muss es ihm schon deutlich besser gehen. Er muss an Selbstständigkeit zugewonnen haben, muss natürlich auch gesundheitlich, medizinisch, internistisch entsprechend stabil sein, was natürlich bei unseren Patienten in der Phase B nicht der Fall ist. Die brauchen immer wieder medizinische Interventionen, vor allem internistisch, kardiologisch, gastroenterologisch, weil sie eben diese Stabilität erst noch erreichen müssen. Und wenn ein Patient in die Lage kommt, in die Phase B zu gehen, einen sogenannten Battle-Index-Wert erreicht, der dafür maßgeblich ist, dann können wir ihn verlegen. Das heißt aber, wir müssen schon rechtzeitig anfangen, meist unter schwierigen Voraussetzungen, wo wir die Prognose des Patienten noch gar nicht sicher einschätzen können, wie er sich entwickeln wird, einen solchen Platz zu suchen und mit den Kostenträgern entsprechend darum zu ringen, dass auch ein solcher Platz bezahlt wird. Die Phase C wird in der Regel auch von Krankenkassen bezahlt. Es kann aber durchaus sein, dass bei noch Erwerbstätigen, die noch nicht berentet sind oder keine Vollpflegefälle, dass hier die deutsche Rentenversicherung auch einspringt, ja, wenn die Prognose des Wiedererlangens der Erwerbstätigkeit, der Erwerbsfähigkeit vorhanden ist. Bei der Phase B hingegen, die wir betreiben in Germersheim, ist immer die Krankenversicherung der zuständige Kostenträger. Eine wichtige Arbeit, die Sie beide leisten. Ich danke Ihnen sehr für die interessanten Einblicke. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Danke sehr.